Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, nächste Aufnahmesession. Das letzte Mal, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich habe hier 30 Minuten Folgen gemacht. Kriege ich doch extrem wenig dann folgentechnisch mit unter. Von daher werden wir jetzt wieder auf 20 Minuten gehen, damit ich einfach ein paar mehr Folgen produzieren kann. So. Es geht weiter. Wir sind hier im Elektrikerraum und wir schauen uns jetzt erstmal um. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Harvey bestimmt. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Okay. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Nein. Was hältst du davon, Harvey? Ui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Okay, was haben wir sonst noch? Vielleicht mit ihm hier? Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Bitte? Wir könnten den Hebel verlängern. Denn? Dann säßen wir endlich am längeren Hebel. Aus Wortspiel wurde Worternst. Ich beschrifte ihn lieber. Sicher ist sicher. Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Ich beschrifte ja alles. Wo hat die denn jetzt da was hingekritzelt? Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Ich warte auf die Mobilvariante. Mit der kann man dann sicher auch MP3s abspielen. Na bestimmt, kann ich ihn nutzen? Das ist kein Möbel. Achso. Da kann ich auch nichts machen. Vielleicht Stuhl, bla, bliblub. Nee, ansonsten kann ich hier wirklich nichts machen. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Was haben wir sonst noch? Das hier? Wir könnten den Hebel verlängern. Nicht nötig! Ja, ist ja gut, ich gehe wieder. Wir gehen noch weiter nach unten. Ah. Moin. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Vielleicht muss ich ihn anrufen oder anstupsen oder ich bewerfe ihn oder keine Ahnung. Da komme ich aber, denke ich, auch nicht weiter, ne? Robustes Mistding. Okay, wir brauchen also einen Zentralschlüssel sozusagen. Mal gucken. Sind wir jetzt in der Eingangshalle? Da ist ein Gang, da ist eine Tür, da ist auch eine Tür, da ist ein Bild. Oh, schön. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Das hat mich immer an moderner Kunst gestört. Sie ist nicht angreifbar. Okay, warte, ich wollte eigentlich mit Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gutaussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Glaube ich auch. So, der rechte Weg, der linke Weg oder wo wollen wir hin, Freunde? Oh, warte. Wozu? Es würde niemandem auffallen. Schade. Gucken wir mal hier lang. Eine Tür. Die Küche, ausgezeichnet. Ein Topf. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Okay, dann nehm ihr mit. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ach, Quatsch. So, hier. Der kommt mit. Sehr schön. Was haben wir hier? Willst du baden, Harvey? Nein, will er nicht. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Entsaftet. Gefällt mir auch. Da haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Oh, hier. Ja, gut. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's? Ja, Sachen gibt's. Harvey braucht kein Handtuch. Er ist ja selber aus Frottee. Aber mit ihm wischt man sich nicht ab. Das ist der Unterschied. Oh, große Überraschung. Besteck. Da ist Besteck drin. Respekt. Kannst du was mitnehmen? Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ah
Ein Messer. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Okay, weil wir brauchen, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe, wir kombinieren das Müsli. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Ja, ja, ja. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Oh. Dann brauche ich das hier. Damit könnte man nicht einmal Gummibären den Kopf abschneiden. Das Messer. Was? Das gibt es doch nicht. Das Messer ist sogar zu stumpf, um Cornflakes zu schneiden. Oh, ich will da in die Packung. Muss ich wahrscheinlich wieder mit ihm hier arbeiten. Nee, nicht mit Harvey, mit dem. Besser als Cornflakes? Cornflakes am Stiel. Wow! Dafür bekommst du sicher den goldenen Kochlöffel am Bande. Oh nein, der Cornflake ist zerbröselt. Genau wie deine Karriere als Profikoch. Ich möchte gerne die Überraschung. Hey, da war eine Überraschung drin. Ja. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette, nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Sehr geil. Was haben wir hier noch? Speiseplan. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Ah, da kommt... Heute ist Wünsch... Ja, ja, ja. Da können heute wir... ist Wünsch... Ja, ja, ja. Ach so, da können wir nichts machen. Na gut. Da ist noch eine Tür. Da gucken wir mal, ob wir die Löffel da hinten finden. Ach nee. Oh, Senf und Ketchup. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei man... Ja, ja. Mitgenommen. So, ich verlaufe mich hier doch garantiert noch irgendwo. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Ah, okay. Und was, wenn ich hier lang gehe? Siggi, Ziggy Jung und ein hässlicher Mann. Was hältst du von Siggi, Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Oh. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Jo. Ach, halt. Nee, erst gehen wir mit Harvey durch. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat... Ja, oh. Kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Der große Deuter Jung. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Ein geschöntes? Was hältst du davon, Harvey? Pfui. Okay. Meinung kundgetan. Idiot. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Mhm. Ich habe mal geträumt, ich habe... Okay. Vielleicht kann man sie mit Ketchup und Senf... Ich habe mal geträumt... Die extra Schatz... Oh, halt, stopp. Der beste... Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tube Senf. Die extra scharfe Sorte. Mir tränten die Augen. Je stärker die Tränen flossen, umso bitterer wurde der Geschmack. Okay. Ich habe mal geträumt, ich... Die extra scharfe... Ja, ja, ja. Was mit Ketchup? Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Und dann weiß. Mhm. Ich habe mal geträumt, die Polizei würde nach mir suchen. Ich habe mich unter einem weißen Laken versteckt, bis ich mich selbst nicht mehr wiederfand. Oh, arme Edna. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Gabel. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Gabel.
Ich habe die ganze Welt auf meine Zinken gewickelt wie Spaghetti. Und dann habe ich sie aufgegessen. Ich habe mich dabei ganz schön mit roter Soße besudelt. Glaube ich dir. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Messer. Ich war frei und konnte alles zerstechen und zerhacken, was ich nur wollte. Das war ein schöner Traum. Freiheit ist immer was Tolles. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Topflappen. Ich konnte alles anfassen, egal wie heiß es war. Kerzen, Kaminfeuer, die Sonne, von der Treppe fallende Kinder. Ich habe mal geträumt, ich sei ein bewachter Milchtopf. Sie dachten, ich würde nie kochen. Sie haben sich geirrt. So einen Fehler machen wir natürlich nicht. Das klappt so nicht. Ja, ist okay. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Fußnagel. Ich wurde von einem Fußhammer in Dr. Fußmarcells Fußsarg geschlagen. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. Würde ich auch gerne. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Poloschläger. Ich poloschlägerte arglos vor mich hin, als ich plötzlich merkte, ich bin ohne Hose zum Polospiel gekommen. Das klappt so nicht. Ich habe mal geträumt, ich sei kaputt. Das Uhrwerk guckte raus und die Federn und die Zahnräder. Und meine Krawatte war ganz rot vom auslaufenden Maschinenöl. Was hältst du von sich? Also. Ja, was sie nicht alles für Träume hat. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Okay. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Okay, dann muss ich mal nach unten. Das hier ist also Poki. Hallo Poki, ich grüße dich. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Ich gehe ja schon. Der braucht die schon. So, jetzt müssen wir also nach unten in den Keller. Warte mal, da waren wir. Hier, okay. Dann geht's wahrscheinlich hier in den Keller, hm? Oder täusche ich mich? Halt, stopp. Ich habe hier noch was zum Anmalen. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch mein Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Oh, eine Pinnwand. Da waren wir noch gar nicht. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Wissen wir. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Das sagst du. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe es satt mit dir. Alarm! Entflohener Patient! Oh Gott. Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur... Ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich... Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, ist okay. Oh Mann, oh, jetzt habe ich oben bestimmt irgendwas vergessen. Das habe ich wohl vermasselt. Ja. Oh Mann, oh!
So, jetzt bin ich hier. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Dann malen wir sie an. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Pandemonium kenne ich. Das war eine uralte Serie. Was hältst du davon, Harvey? Ich geh ticket. Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Ja, dann lassen wir das lieber mal. Da geht's zum Telefon. Was ist das? Der Alumann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte. Bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Lass mal gucken. Aus dem Turmverlies, aus dem dritten Zinnober von Ugul. Ich bin Dr. Marcel, ich komme aus meinem Büro. Howdy, ich bin deine Cousine Betty, ich komme aus Australien. Ich bin ein freier Geist, ich komme aus dem kosmischen Kree-Fluss. Ich bin schon weg, ich komme offensichtlich ungelegen. Also ich werde der dritte Zinnober von Ugul oder von Kree-Fluss. Ich bin Brachna. Ich glaube, ich bin ein freier Geist. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Ja, aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal, wer bist du und wo kommst du her? Ja, dann bin ich wohl Brachna. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ja, Entschuldigung. Dann bin ich Betty. Howdy. Ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene, weißt du. Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin Vladwakistan. ich bin Edna, ich komme aus dem Turmverlies. Ich bin nur fort von hier. Na gut. Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Der Vulkan bricht aus. Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer wohnt in der Kissenburg? Kissenburg? Ach stimmt, da links war so ein Ding, ne? Das sagt ihr, ist ein Kleiderbügel. Kann ich den Kleiderbügel haben? Wer wohnt in der Kissenburg? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Okay, was für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Ich werde eigentlich für das Zweite. Ja, warum nennt ihr ihn König? Hallo? Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt.
der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Naja, gut, dass er nicht gewonnen hat. Freunde, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Edna bricht aus. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski.